wir machen jetzt eine Rundfahrt mit einem speziellen Zug und wir fahren jetzt direkt am Megapark vorbei. Der ist jetzt hier zu meiner Rechten. Und hier in der Nähe ist dann auch gleich die Schinkenstraße. Da fahren wir, wenn wir Glück haben, auch gleich vorbei. Ganz berüchtigte Schinkenstraße. Jetzt haben wir nochmal einen guten Einblick auf die Mega-Arena. Was faszinierend ist, dass es hier wirklich Bratwürstchen gibt. Und ich habe gestern mit dem einen gesprochen. Die verkaufen zwischen 2.000 und 10.000 Bratwürstchen so am Abend, wenn es hier richtig voll ist. Und das mitten in Spanien. Hier ist das Oberbayern. Heute Abend ist hier, gestern Abend war hier Matthias Reim. Wir haben ihn leider nicht gesehen, weil wir in dem Zelt waren vom Bierkönig. Und zwar haben wir dort gestern Antonia gesehen. Antonia aus der Schweiz war gestern auch hier und hat natürlich auch in Deutsch gesungen. Und hier halten wir gerade an der berühmten Schinkenstraße. Schinkenstraße mit dem Bierkönig. Das sehen wir dann gleich, einen ganz kurzen Einblick in diese Richtung. Party, jeden Tag Party, 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 Party. Jetzt im Hintergrund die Schinkenstraße, auf der rechten Seite die Schinkenstraße. Unglaublich, was hier abends so abgeht. Vielleicht kriegen wir das auch noch mal hin, dass wir abends hierher kommen. Die Schinkenstraße. Überall sind auch die netten, freundlichen Helmuts und Herberts, die hier abends dann stehen und Kronen verkaufen und Ketten verkaufen und Sachen, die man unbedingt zum Leben braucht. Also lohnt sich. Malle ist eine Reise wert. Und wenn man sich verläuft, hier ist die Information Touristica, also die Informatio Touristica, also hier kriegt man die Hinweise, wo man denn was kaufen kann, was man kaufen kann, was man nicht kaufen sollte und wenn man sich verlaufen hat, wohin man geht, gleich in der Polizei. Bahn sind wir gerade gefahren und wir machen jetzt eine kleine Zu-Fuß-Besichtigung von Mallorca. Vielleicht schauen wir mal in diese Richtung. Das alles ist Mallorca. La Isla Bonita, wie Madonna gesagt hat. Die Insel, die schöne Insel, La Isla Bonita. Wenn wir noch weiter rumfilmen, da ist dann der Yachthafen. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Der Yachthafen von Mallorca. In die Richtung. Gegen die Sonne. Wir befinden uns jetzt auf der Rückreise und jetzt sieht man mal die andere Seite von Mallorca. Eben haben wir die Schaufenster gesehen und die Seite, wo man schön shoppen kann, Souvenirs zum Beispiel. Und jetzt im Hintergrund sieht man mal, wie schön Mallorca ist. Blaues Meer, wolkenloser Himmel, Sonne, Strand, Palmen, glückliche Menschen und ein Kaiser, der mit dabei ist. Muchas pesos de Mallorca. Aquí está Mallorca. Y eso es Mallorca, la isla bonita de España. Es un precioso, precioso view, ¿verdad?